What's your name? Tim. Tim, nice to meet you, Tim. Da passiert irgendwas, dann passiert da wieder irgendwas, dann läuft da wieder irgendwer rum. Meiner Meinung nach das beste Getränk. Berlin bisher vom Essen her am besten. Ich glaube nicht, dass die da drin Crystal Meth basteln. Das habe ich auch noch nie gesehen. Servus. Boah, diese Speise kann man beschreiben als die perfekte Speise. Ich wurde gerade von einem Vogel angeschissen. Alle anderen können nach Hause fahren. Ihr braucht gar nicht. Boah. Also das war schon recht gut. Aber mal schauen, was noch so kommt und wie es so schmecken wird. Wie lange gibt es das Café schon? 10 Jahre. 10 Jahre. Super, ja. Sehr gut. Was ist dein erster Eindruck? Richtig süß und ich finde das richtig cool, weil es ist nicht so ein basic Standard-Café, sondern es schaut halt richtig so cool berlinerisch aus. Was ist cool berlinerisch? Es ist ein bisschen ranzig. Es ist ein bisschen zusammengewürfelt, ein bisschen durcheinander. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und was würdet ihr sagen, ist so eure Spezialität? Well, we very much go for light roast. We rotate what we have. Depending on the time of year, it can be 3, but like 4 or 5 kilos, the guest espresso we change. And then every couple of kilos filter, which is in the guys, that will change as well. And that's from basically the best roasteries that you can find from around Europe. Das ist auf jeden Fall nicht nur ein Frühstücksspot, sondern ich glaube auch so Nachmittag, Mittag. It keeps it interesting, it increases your skill in brewing, and it's kind of, if you're really into coffee, maybe it's what you'd want to come into. Like, on average, every couple of days, there's something new on the menu. What's your name? Tim. Tim, nice to meet you, Tim. Yeah, you too. What's your name? Paul. Oh, nice to meet you, Paul. Also ihr habt das gehört, das Restaurant ist bekannt für seine Diversität an Kaffeesorten. Generell würde ich sagen, dass das Café von innen sehr, sehr cool eingerichtet ist. Also auf jeden Fall sehr modern und so ein bisschen ein Mix mit Oldschool-Elementen. Ziegelsteinwand finde ich sehr, sehr cool. Das Wichtigste, das Allerwichtigste, nette Mitarbeiter. Jetzt muss nur noch das Essen überzeugen. Also ein Iced Latte. No. Ja, ich bin eigentlich so der Kaffeetrinker. Deswegen habe ich wenig Vergleiche. Es schmeckt relativ gut für einen Kaffee. Der ist echt lecker. Und mitten in der Stadt steht einfach so ein richtig cooler Breaking Bad. Ich glaube nicht, dass die da drin Crystal Meth basteln. You sure about that? Also wir starten. Wir haben hier ein French Toast mit Erdbeernüssen, Erdbeermarmelade und Ahornsirup. Grundsätzlich bin ich ja nicht so der auf Süßspeisen steht, aber ich glaube, wenn sowas einen anlacht, dann hat jeder Lust. Boah, ist das fluffig. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die machen auch ihr Brot selber. Also die Erdbeermarmelade schmeckt 1 zu 1 die wir immer zu Hause haben. Und das Brot, muss man sagen, recht dick, aber es schmeckt ultra fluffig. Das erwartet man überhaupt gar nicht. Ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen Nüssen, die da oben drauf sind. Also die Kombination von allen Zutaten hier auf diesem Teller passt super zusammen. Und auch die Konsistenz auf der Gabel passt unfassbar gut zusammen und macht auf jeden Fall sehr, sehr Spaß. Das ist so ein Frischkäse, oder? Das ist so gut. Ich glaube, mein Highlight ist das Brot und die Apfelmarmelade. Okay, Lena, Ranking von Speise 1. 7,5. Mein Ranking, also ich werde jetzt viel strenger sein, weil in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich sehr, sehr viele Achter und so verteilt habe. 6,5. Sauerteigbrot, Avocado, Radieschen, ein Ei, ganz, ganz viel Petersilie, Erbsen und Feta-Käse. Und da ist mal eine Mörder-Kombi. Wie die schmeckt, das checken wir jetzt ab. Das freut mich zum Beispiel jetzt mehr zu essen als das da. Auch wenn das ultra gut war, aber salziger hat bei mir immer ein bisschen Vorrang. Das Brot ist auf jeden Fall richtig knusprig. Also bei dem Bissen hat auf jeden Fall das Brot dominiert, aber man merkt schon, dass einfach die Qualität von den ganzen Sachen auf jeden Fall sehr, sehr hoch ist. Ich glaube, ich weiß es zu schmecken. Also die Avocado super, das Ei super, Petersilie passt sowieso sehr, sehr gut dazu. Und dann haben wir eben ein super weiches Brot, wo die Kruste angenehm knusprig ist. Also eine sehr, sehr gute Kombi und genau das richtige Frühstück, was man braucht, um in den Tag zu starten. Vor allem, wenn man die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs ist. Kann sein, dass das auch ein bisschen nach Zitrone schmeckt. Ja, da ist auch Zitrone mit drauf. Zitrone drin, gell? Das in der Früh jeden Tag. Ich bin glücklich. Mensch, genau meins. Also wenn du mal Frühstück von Spar. Genau das Frühstück, wo du danach kein Mittagessen mehr brauchst. Das kannst du direkt skippen zum Abendessen, oder? Jetzt, wenn wir so mehrere Spots austesten, möchte ich nach dem ersten Spot nicht gleich satt sein. Also ich möchte eigentlich erst am Abend satt sein. Ich glaube, das haben wir jetzt dann schon gefällt. Der Laden füllt sich, die Sonne kommt raus und das Essen schmeckt gut. Ich glaube, so kann man eine Tour starten, oder? Also das war schon recht gut, aber mal schauen, was noch so kommt und wie es so schmecken wird.
Aber wie kommen wir durch diese große City? Wir haben uns 2 Fahrräder ausgeliehen. Wenn ihr nach Berlin kommt, würde ich euch auf jeden Fall raten, ein Fahrrad auszuleihen, weil Berlin ist so groß und immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren ist auch irgendwie anstrengend. Und so habt ihr eine super Möglichkeit, alles zu sehen und wann immer ihr wollt. Also echt gute Sache. Also Spot Nummer 2 auf unserer kleinen Foodtour durch Berlin. Wir sind in der Monkey Bar. Eine Bar auf einem Hotel obendrauf, 25 Hours in Berlin heißt das. Und die haben so süße kleine Snacks, eher in die orientalische Richtung, Falafel und so weiter. Und wir werden jetzt mal schauen, wie das Ganze so schmeckt, oder? Ja. Wir haben ja auch eine richtig coole Aussicht über den Berliner Zoo. Das Wetter spielt jetzt leider nicht mehr ganz so mit, deswegen sind wir jetzt auch unter Dach, aber das passt ganz gut jetzt. Also, was haben wir hier zum Trinken? Rhabarberschorle ist die beste Schorle, die man nehmen kann. Ist sehr süß, aber sehr lecker. Wow, sehr gut, ja. Richtig gut. Schmeckt wirklich süß. Bio, normal, also von diesem Fritz, bla bla bla. Finde ich meistens nicht so geil, vor allem die Cola. Aber diese Fritz-Spritz-Rhabarber-Blödsinn, genau, hat mich auf jeden Fall überzeugt. Was bei diesem Getränk so geil ist, ist es unfassbar erfrischend, weil die Kohlensäure so extrem stark ist. Aber so leichte Luftblasen und nicht so riesengroße. Und das macht es ursprudelig, aber angenehm sprudelig. Und dann diese kleine süße Note und dann noch mit dem View, gibt schon was her auf jeden Fall. Also, ich erkläre mal kurz die Karte. Es gibt so viel Hummus, Favorite Falafel. Und was wir auf jeden Fall haben wollen, ist Korean Fried Chicken Bites. Auf Falafel hätte ich Bock. Ja, dann nehmen wir Falafel und Korean Fried Chicken Bites. Und das, was ich gemeint habe mit Berlin, so dieses cool, schick, bisschen durcheinander. Aber das Wichtigste für unsere Tour ist, das Essen muss schmecken. Es geht nicht darum, wie das Lokal aussieht, ob es cool ist. Das ist klar, das spielt auch ein bisschen eine Rolle. Aber das Essen muss schmecken und das schauen wir jetzt. Also wir starten auf jeden Fall mit dem Korean Fried Chicken. Sieht auf jeden Fall unglaublich gut aus. Eine gelbe Soße. Wir beißen rein. Oh mein Gott, das wird dich umhauen. Wow, extrem knusprig. Der Geschmack vom Fleisch richtig gut. Und dazu diese Soße. Das passt alles unglaublich gut zusammen. Wow. Das ist echt geil. Es ist schon ein großer Brocken, aber urgut. Das Fleisch extrem saftig. Wow. Unterstützt wird das Chicken von einer süßen Soße, die auf jeden Fall geschmacklich auch sehr, sehr gut dazu passt. Aber ich glaube, so eine süße Soße ist generell öfters dabei bei so einem Essen. Meistens ist bei sowas eh so eine süß-fruchtige Soße dabei und ich finde, das passt auch urgut. Das ist noch warm. Ich dachte, das ist Hummus, aber das ist gar kein Hummus. Das ist Tahin und das Grüne ist Zug. Okay, also die zweite Speise, die wir auf dem Tisch haben, sind Falafel. Davon haben wir 4 Stück. Ich tunke sie in die Soße rein. Also die Falafel, dazu habe ich 2 Punkte. Sie sind ultra knusprig. Bei Falafel ist das wahrscheinlich so üblich, aber ist jetzt nicht 100% mein Geschmack, dass es einfach ein bisschen trocken ist. Aber passend dann mit der Soße und dem grünen Zug. Sehr, sehr lecker. Also die grüne Soße, Schuck, und da sind auf jeden Fall Chili, Knoblauch, verschiedene Kräuter und Koriander drin. Passt dann auf jeden Fall sehr, sehr gut zu dem Falafel, kommt eher aus dem Nahen Osten, schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Wir probieren das Brot. Wie weich ist das? Holy shit. Das ist das Gegenteil zu den Falafel. Also vom Gefühl ist das einfach der perfekte Snack, oder? Das ist das perfekte Mittagessen. Oh mein Gott, wow. Sehr, sehr cool. Also Spot 2, Monkey Bar. War auf jeden Fall richtig gut. Ich gebe dem Korean Fried Chicken eine 6,7 und den Falafel eine 5,0. Das bist du für ein Fein. Ja, immer da zuerst. Ah.
Also, meine Damen und Herren, wir sind jetzt in einem wunderschönen Viertel für den nächsten Foodspot, und zwar im Prenzlauer Berg. Das ist, würde ich sagen, im Nordosten von Berlin. Eine Gegend, die meiner Meinung nach Paris, Wien und Berlin so ein bisschen vereint. Und wir sind in einem Biergarten, ne? Die eigentlich so klassisch Biergartenzeug haben, so Schweinsachse, Bratwurst. Und wir sind hier heute hier für, wie heißt der, Matthias. Will ich unbedingt probieren, ich esse eigentlich nie Fisch, vor allem mit so Zwiebeln und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass es richtig gut ist, und zuerst Cheers auf euch. Die Tage jetzt, die letzten Tage waren extrem. Ich muss auch sagen, ein großes Danke an die Lena für das ganze Filmen. Dafür muss er mich dann einladen. Haben wir noch nicht ausgemacht, aber das sage ich jetzt. Also ich glaube, das ist halt so der perfekte Ort, wenn man mit der Arbeit fertig ist, man trifft sich hier mit Freunden, trinkt ein bisschen sein Bier oder was auch immer und kommt dann hier ein bisschen runter und genießt so den Abend. Also ich glaube, das beschreibt diesen Ort perfekt, und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man hier viel Spaß haben kann. Kommen wir zum Restaurant, und zwar als Restaurant also sind unfassbar viele Bänke, und es ist ähnlich aufgebaut wie im Biergarten auch in München oder wahrscheinlich überall auch, dass man halt einfach vorgeht, seine Sachen holt, es ist ein Buffet und es sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Lass uns gar nicht lang quatschen, gehen wir einfach zum Essen. Servus! Servus! Zahlt man hier gleich, ja, oder? Ja. Ach so. Ja. Also, der Teller ist vor mir. Wir sehen goldgelbe Bratkartoffeln. Wir sehen einen Fisch und wir sehen Kräuterquark. Kräuter, Frischkäse-Type. Ich glaube, das ist richtig gut. Also, es sieht auf jeden Fall unfassbar aus. Wir probieren es gleich mal. Ist das erste Mal Fisch auf meinem Kanal? Mmh. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Ich meine, man hat jetzt nicht so den Fisch rausgeschmeckt. Sind hier keine Gräten drin? Doch. Der Fisch hat, muss ich sagen, ein bisschen Biss. Also der ist schon etwas schwerer zu durchbrechen. Aber mmh. Wow. Genau so soll Fisch schmecken für mich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wirklich gut. Ich will, dass du probierst. Alles auf eine Gabel. Fühlt sich weird an. Irgendwie. Ich koste nur mal den Fisch. Mhm. Schmeckt geil. Das alles zusammen macht pur Sinn, einfach alles. Aber den Fisch, ich habe das, glaube ich, eh schon mal gegessen. Mal was anderes. Ich meine, das Einzige, muss ich schon sagen, was fehlt oder ein bisschen komisch finde, dass sie kein Gebäck dazugeben. Finde ich ein bisschen weird. Also da so eine Semmel oder so wäre perfekt dazu. Ich glaube, das ist so ein Österreich-Ding auch so ein bisschen, dass man so mit jedem so ein Gebäck isst, so ein Weckerl oder so. Ja, aber da macht es halt einfach Sinn. Also da ist egal, von wo das herkommt. Hier wäre es auf jeden Fall super gewesen. Aber vielleicht habe ich es auch übersehen, dass man es extra mitnehmen kann oder so. Also ich sag's euch, wie es ist. Berlin hat bis jetzt, wir hatten ein richtig krankes Frühstück, wir hatten Korean Chicken und dann haben wir jetzt das da, also es hat nicht enttäuscht bis jetzt und es geht noch weiter. Seid gespannt, was noch kommt, aber jetzt genießen wir erstmal noch das da gemeinsam. Wow. Ich finde Berlin bisher vom Essen her am besten, wo wir überall waren. Weil es einfach so, in Paris musste man schon ein bisschen suchen, bis man was Gutes gefunden hat. Oder wir waren einfach falsch unterwegs, aber. Und ich finde, in Berlin, glaube ich, gibt es an jeder Ecke was. Und es sind nicht so Touristenspots, wo so alle hingehen, sondern es gibt so viel mehr verschiedene Sachen. Und so Special Food Spots, wo jetzt nicht jeder hingehen. Ich habe einen Rat für euch, und zwar, wenn ihr in einer Stadt seid und ihr wisst nicht, wo ihr essen geht und so weiter und so fort, dann schaut nicht immer nur auf die ganzen Instagram, fancy, bla 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 Spots, sondern informiert euch mal richtig und probiert einfach Sachen aus, die ihr seht, weil der Spot hier ist versteckt hinter irgendwelchen Containern und Zäunen und so weiter und so fort, und da würde nie jemand hergehen, der nicht davon kennt. Das sind einfach die Warenschätze, und die gibt es in jeder Stadt. Also egal ob Wien, Paris, Berlin, München, egal wo. Also schaut nicht immer nur auf das Äußere bei Lokalen, sondern auch hinter die Kulissen, dann kommt ihr zu richtig guten Schätzen. Man muss auch dazu sagen, der Fisch hat ein bisschen Gräten, ne? Aber das ist irgendwie komisch, weil die spürt man gar nicht. Also die nehmen wir jetzt auch nicht raus oder so. Ich finde, dieser Ort ist so speziell, weil man ist in so einem typischen Biergarten, aber man ist so wie in so einem Innenhof. Es ist wie so ein kleines Innenhoffest irgendwie. Echt nice. Also finales Rating für diesen wunderbaren Spot. Für mich bekommt das, weil es halt eben was Besonderes ist und diese Umgebung und so weiter, bekommt das für mich eine 6,8. Für meine neuen Verhältnisse sehr, sehr hoch. 8,7 von 10. Oh.
Unser letztes Restaurant für heute, Il Ghirardishi, ein italienisches Restaurant, welches es seit mehr als 20 Jahren gibt. Ein Restaurant mit sehr vielen Retro-Elementen und mit einer angeblich sehr, sehr guten Pizza. Diese werden wir jetzt abchecken. Also optisch ist das Restaurant auf jeden Fall richtig verrückt, muss ich sagen. Also überall so Schallplatten an der Wand und ganz coole Einrichtung, aber auch irgendwie voll weird. Also habe ich so auf jeden Fall noch nie gesehen, habe aber nichts dagegen, muss ich sagen. Also ich finde, überzeugt mich bis jetzt sehr, sehr. Also ich finde den Laden extrem cool und gibt mir auch wieder Berlin-Vibe. Und ich finde, das passt aber so gut nach Berlin. Also ich finde, Berlin ist Paris nur in entspannt und chillig und ja. Was auch richtig cool ist, dass halt so ein richtiger Ofen ist und das macht schon einiges her, wow. Das Wichtigste ist halt, wie die Pizza jetzt schmeckt und das checken wir jetzt ab. Perfect. Buon appetito, grazie. Pensate da italiani, non siete italiani? No. Da ist einfach ein Loch in der Mitte. Das habe ich auch noch nie gesehen, einfach ein Loch in der Mitte von der Pizza. Aber die sieht richtig gut aus und riecht auch. Boah. Also meine Lieben, das ist keine Neapolitaner, das ist keine American Slice Pizza, das ist einfach ein normales italienisches Stück Pizza. Extrem dünn, für das recht viel Käse drauf. Und was auch gut ist, es gibt ein Chili-Pulver, das ist bei mir immer ein Vorteil. Öl, danke. Bei der Kulisse eine perfekte Pizza, die man so zusammengeben kann. Käse schmeckt sehr gut, Rand ist, glaube ich, recht knusprig. Also wow. Mm. Dazu ein Glas Weißwein, ich glaube, so kann man den Tag beenden, oder? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bisschen Chiliöl, hoffentlich ist es ein bisschen scharf. Wir tunken einmal ein. Die nächste Empfehlung, Il Ghirardishi. Und das ist nur eine Margherita. Ich meine, nur eine Margherita ist manchmal mehr als alles andere. Manchmal braucht man einfach nur eine Margherita, finde ich, ohne viel Belag drauf. Es ist die eine Sache, wenn du die Optik von einem Restaurant gut findest, dann hast du schon mal Schritt 1. Aber wenn dann noch das Essen richtig gut schmeckt und alles, das Gesamtpaket, sehr, sehr gut ist, dann hast du gewonnen. Und dann ist der Moment, wo du noch zum Beispiel mehr verlangen könntest, finde ich. Ich habe gar nicht auf den Preis geschaut. Weißt du, was die Margherita kostet? Ah ja, okay. Wunderbar. 9,90 €. Du kriegst für unter 10 Euro in dieser Location mitten in Berlin eine Pizza Margherita, die so abliefert. Also letztes Rating für den heutigen Tag. 8,5 von 10. 7,4. Juicery Berlin, ein Laden im Prenzlauer Berg, gibt es schon seit 7 Jahren und spezialisiert sich auf Smoothies und Bowls. Der Laden sieht von innen richtig cool aus. Wir haben Bananen von den Decken hängen und Kokosnüsse überall rumliegen, was einen richtig coolen Flair gibt. Und mit einem netten Außenbereich sorgt es für die perfekte Atmosphäre. Also modern, nicht im Sinne von Glas und so, sondern so eher so auf hip, fancy, fast schon oldschool, würde ich sagen, auch so mit den Außenmöbeln und so. Ich finde, es wirkt sehr authentisch, weil ich finde, es gibt so Hipsterläden, die so urfake hingebaut aussehen und das schaut halt einfach richtig heimisch aus. Was ein Spot, oder? Schön. Noch geil, jetzt was Gesundes zu essen nach den Tagen. Aber ich denke mir doch, so ein Spot kann doch nur gehen, wenn die Sonne scheint, oder? Ja. Weil das ist ja voll dieser Sommer-Vibe und generell warmes Wetter-Vibe. Was macht der Laden zum Beispiel im Winter? Das kommt ja dann ganz anders rüber. Also wir sehen hier viele Weintrauben, Mango, Pfirsich, Apfel, das sind Kokosnusssplitter. Ganz crazy, auch so eine blaue Creme, Spirulina heißt das. Granatapfelkerne und wir probieren. Diese Speise kann man beschreiben als die perfekte Speise oder das perfekte Frühstück an einem Sommertag. Wir haben es mittlerweile schon 10:45 und das passt halt dann perfekt. So, das Erste, was du am Tag essen willst, ist das. Unglaublich, richtig, richtig gut. Wir probieren auf jeden Fall gleich den Smoothie hinterher. Wow, eine richtig schöne dunkelrote Cream kommt raus. Kokossplitter wieder überall. Und ich glaube, der Smoothie gemeinsam mit der Acai Bowl, so heißt die Bowl, passen sehr, sehr gut zusammen. Wow, unglaublich. Richtig gut, dann probieren wir auch gleich einen Apfel. Erfrischend, knusprig, richtig gut.
Also die Lena hat eine Acai Bowl und ich habe eine Summer Bowl. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass die Cream bei mir einfach aus Mango besteht und bei der Lena aus Strawberry. Nee, Acai. Acai? Was ist Acai? Ich weiß auch nicht genau. Das ist irgendeine Mischung aus Banane, Erdbeere und noch irgendwas Fruchtiges, wahrscheinlich eh Himbeere. Also ist richtig, richtig gut. Ich kost mal deine. Dein schmeckt wie Sommer in einer Box. Und was hast du für einen Smoothie? Auf jeden Fall irgendein sehr gesunder, mit so ganz vielen Zitrusfrüchten, Orange, Zitrone ist noch drin. Ich glaube, Ananas ist auch drin. Also man muss auch dazu sagen, dass der Preis für die vier Sachen recht stolz ist. Also wir haben für die vier Sachen, glaube ich, 45 Euro gezahlt. Aber wenn man schon in Berlin ist, wenn man schon im Urlaub ist, wenn man genau das sucht an einem wirklich schönen Sommertag heute, wir haben fast 30 Grad, dann ist das gerade so das Richtige und absolut verdient. Also die Bowl ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, weil es ist eigentlich richtig viel, also voll. Also von der Menge her gar kein Problem, Preis ist voll gerechtfertigt. Deswegen auch heißer Tipp von mir, ich war jetzt schon viermal in Berlin. Kommt auf jeden Fall im Sommer, weil Berlin macht auch voll viel aus durch so Grünflächen und die hast du halt im Winter nicht, deswegen kommt auf jeden Fall im Sommer. Also finales Rating für diesen fünften Spot. 8 von 10. 6,0. Also, Goldies, der inoffiziell beste Burger Deutschlands. Die sind auf jeden Fall richtig mini und man hat halt schon so viel von denen gehört. Und jetzt mal vor Ort zu sein und den zu probieren, ist eigentlich, ah, das ist deiner, gell? Also, ich habe auf jeden Fall einen Double Cheeseburger. Oh mein Gott. Es wurde eh schon so viel über den geredet, wir gehen jetzt ab. Alle anderen können nach Hause fahren. Ihr braucht gar nicht. Boah. Ich weiß auf jeden Fall, wieso der Double Cheeseburger bei Mackey mein Lieblingsburger war. Weil der genau so schmeckt wie der, nur der ist halt bessere Qualität. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ultraweiche Martins Potato Buns, Zwiebeln, Essiggurke, Senfketchup, Double Patties, das war's. Mehr brauchst du nicht. Der Burger ist eine 8,5 von 10 und wir probieren jetzt noch die Pommes. Ja, Mackey Pommes in noch geiler. Das ganze Konzept so ist sicherlich ein bisschen abgeschaut von Mackey oder das Goal dahinter ist, einen zweiten Mackey-Geschmack ein bisschen mehr Qualität zu generieren und das schaffen sie damit auf jeden Fall und ich glaube, das ist gut gesagt für das heutige Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Drive by, lass uns verschwinden. Wir fahren nicht so weit, bis uns keiner mehr findet. Lass uns heute. Der Hintergrund ist ein bisschen überbelichtet. Aufs Klo gehen with a view. Wow, 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 was eine Experience. Warte, lassen wir die Fahrrad stehen oder nicht? Schon mitten im Abteil schieben. Schieben? Dann lass es lieber stehen. Ja, aber ich mag es jetzt nicht da stehen lassen. Komm. Der Laden sieht von innen richtig cool aus. Wir haben... Ja, bin ich behindert heute? Nee, schon. Also jedenfalls ist... Darf ich kurz erzählen? Ja. Ich wurde gerade von einem Vogel angeschissen. Also die Bowl ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, weil... Oh, da hast du den Rahmen. Nein! Stop cleansing my aura. Stop cleansing my aura. Holy shit.